Ja, schnell entwickeln die sich, aber die werden auch nicht besonders stark. Komm, 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 komm. Jawohl. Das nenne ich doch mal wirklich gut. Und noch ein Trank. Wir werden gleich noch einen Trank finden. Und zwar, nicht hier. Ja, wir lesen es vorher hier wieder den Tipp durch. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Fangen nur wilde Pokémon. Ja. Wichtig zu beachten. Ich glaube, das war hier. Ja, der wilde Pokémon-Kampf war hier. Genau hier. Nirgendwo anders. Come on. Man kann hier übrigens auch ein Pikachu finden, wenn man Glück hat. Wohlgemerkt, wenn man Glück hat, aber ansonsten nicht. Oh, ich will kämpfen. Hey, warte, warum die Eile? Und ich habe vergessen, den Trank aufzunehmen. Egal. Auf jeden Fall, hier kommt der Bosskampf. Dystviatania Waldes. Eine Herausforderung von Käfersammler Rudolf. Ronyo wird in den Kampf geschickt. Und es ist sage und schreibe Level 9. Nein, ne? Uiuiuiui, was machen wir da bloß? Tackle. Das sieht ganz gut aus. Giftstachel. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Jawohl, weiter tackle. Komm schon. Ah, das scheint dreimal angreifen zu müssen. Fadenschuss, da macht er mich langsamer. Das ist blöd jetzt. Egal. Ich setze hier nochmal Fadenschuss ein. Ach, ich bin noch nicht langsam genug. Ja, Volltreffer. Das geht doch mal. Und ein Level Up. Geht doch. Ich erreiche Level 13. Mit einem Basis-Level Up. Ich hab dich besiegt. Uff, du bist so gut. Ich gebe auf. Ja? Nehmt euch ein Beispiel daran. Mich besiegt keiner. Ich werde der neue Champ. Mit ein bisschen Glück findet man unterwegs Items. Ich muss hier irgendwo etwas verloren haben. Ja, hast du auch. Es war da. 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 Und zwar hat er einen Trank hier verloren. Ja. Ich war mir nicht mal ganz sicher, wo der Trank genau sich befindet. Und hier sehen wir ein wildes Hornyu, wie es an uns vorbeizischt in atemberaubender Geschwindigkeit. Aber nein, wir setzen unser Knospe dagegen ein und fliehen. Wir schaffen es heraus. Jawoll. Oh, ein alter Opa. Ach, du auch, lieber Scham, Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du sollst dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Und noch ein Mädchen, das sieht Nasrena los. Man kann die Entwicklung eines Pokémon stoppen. Bricht man sie ab, dann bleibt das Pokémon, wie es ist. Man kann sie also stoppen, das ist interessant. Aber wie? Das ist eine noch interessantere Frage, die uns da nicht geklärt worden ist. Und hier kommen wir nach Mamoria. Entschuldigung, City. Und wir heilen unsere Pokémon. Heil, 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 heil! Der Pokémon ist hier topfit. Und jetzt halt wieder vorbei. Und hier speichere ich das Spiel. Und ich verabschiede mich von euch. Und hoffe, dass ihr weiterhin das Let's Play guckt. Wir haben jetzt 45 Minuten gespielt. Ich sage tschö, euer Enogard. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Feuerrot Edition. Und ich muss kurz nochmal nachdenken, wo wir sind. Wir sind in Mamoria City. Richtig, und wollten uns den ersten Hoenn holen und gucken wir kurz, ob unser Pokémon noch gesund ist. Ist es? Gut. Dann quatschen wir mal mit den ganzen Leuten, ob jemand was Interessantes zu sagen hat. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann jedoch nur ein Trainer beibringen. Ja, damit hat er praktisch schon auf die TMs angespielt, die technischen Maschinen, womit sie diese Attacken dann lernen können. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Damit hat der Junge fast recht. Es gibt den Meisterball, damit fängt man ein Pokémon auf jeden Fall. Ansonsten kann die maximale Chance, ein Pokémon zu fangen, 99,99999% betragen.
Hier gibt's nur wenig ernsthafte Pokémon-Trainer. Brocco, der Rennleiter von Mamoria City, versteht sein Geschäft. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte, E-Punkte. Ja, das haben wir ja schon bis jetzt gesehen. Psst! Weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Aha. Die steingraue Stadt. Ja, ich glaube, das kommt besser rüber, wenn man die Originaledition gespielt hat, weil dann war es wirklich hier richtig grau. Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die Polizei in Mamoria City. Warst du schon im Museum? Nein. Wirklich nicht? Es war ein Besuch wert. Führe ich dich mal hin. Ja. Den Weg hätte ich niemals selbst gefunden. Das gleiche drüben. Man muss für Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Nee, es ist nicht wert. Gehen wir mal rein. Wissenschaftsmuseum. Für Kinder kostet der Eintritt 50 Poké-Dollar. Möchtest du hinein? Ja. Okay, das sind 50 Poké-Dollar. Vielen Dank. So, wir haben Fossilien. Aerodactyl-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Aha. Kabutops-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Das hatte ich gerade eben schon mal gelesen. Ich hätte gern ein Pikachu, ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eines fangen. Ja, ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Space Shuttle. Aha. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Ja, die ist unglaublich groß, eure Raumfahrtausstellung. Ein Exponent. Mondstein? Was ist daran so einzigartig? Ja, was ist daran so einzigartig? Ich meine, wir haben einen ganzen Mond voller Mondstein. Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein? Der 20. Juli 1996. 1969. Damals, da war ich noch 3 Jahre alt. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Cool. Also ein Farbfernseher extra für die Mondlandung zu kaufen. Wahrscheinlich wurde das Bild trotzdem schwarz-weiß übermittelt, weil die Kamera schwarz-weiß aufgenommen hatte. So. Dann gehen wir mal weiter in den Pokémon-Markt. Wenn man seine Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 Poké-Dollar gekostet. Tja, selber schuld. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ich möchte gerne etwas kaufen, eventuell. Pokéball-Trank. Kaufe ich mal 5 Stück. Genau. Und Paraheiler kaufe ich 5 Stück. Und Gegengift kaufe ich 4 Stück. So, jetzt sind wir arm. La. Ich habe ja unten da vielleicht gesehen, dass da Schutz ist. Wenn ich genug Geld habe, werde ich mir das kaufen, weil ich habe keine Lust wirklich auf plötzliche Pokémon-Kämpfe. Und jetzt gucke ich mal kurz hier das Gras ab. Hier war doch, glaube ich, irgendwo ein Sonderbonbon. Oder ein Pokéball. Naja, ist ja fast ein Sonderbonbon. Gerüchten zufolge sollen die Pipi vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf dem Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Aha. Warum heißt der Mondberg doch erst durch den Mondstein? Naja, egal. Mamoria City Pokémon-Arena. Arenaleiter der Rocco. Der steinharte Pokémon-Trainer. Ich frage mich, was für Pokémon der Arenaleiter einsetzen wird. Hallo! Sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Jo. Alles klar, dann kann es losgehen.
Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Das ist was ganz Neues. Wenn du die Reihenfolge pro Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Probier es aus, um so deinem Gegner besser zu trotzen. So. Ja klar, Drey hat uns natürlich schon besiegt. Und da kommt ein Trainer. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Dauert noch Lichtjahre. Lichtjahre ist eine Strecke. Naja. Mal gucken, ob ihm der Fehler schon auffällt, wenn ich ihn besiege. Vielleicht kommt dann sein Verstand zurück von seinem Hochmut. Rankel! Ha 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 ha. Du bist besiegt. Ich krieg Erfahrungspunkte. Ja, scheint, kriegen noch ein Level ab, bevor der Gegner kommt. Bevor wir gegen Rocco kämpfen. Rankenhieb! Und tot. Ja, also diese Arena ist mit Bisasam und Shigi recht einfach zu meistern, weil die Gegner nichts gegen Spezialattacken wirklich ausrichten können. Und unsere Attacken sehr effektiv sind. Und nochmal Spezialangriff. Ja, also, ich habe keine große Angst. Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Sag ich doch. Und wir kriegen 220 Pokédollar von dem Pfadfinder. Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco. Das wollen wir ja sehen. Da wir speichern da auf jeden Fall vorher ab. Ja. Lalala, speichern. Wir gewinnen. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich dein Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Oh, und eine andere Kampfmelodie. Jetzt kämpfen wir gegen Rocco und... Kleinsteinbart in den Kampf geschickt. Ja, das dürfte kein Problem sein. Das ist mit zwei Level stärker als das gerade eben. Setzen wir mal. So. Rankenhieb. Und tot. Das war ein sehr starkes Kleinstein. Du hast gut gekämpft. Aber im Endeffekt wurdest du doch besiegt. Und jetzt kommt ein neues Pokémon. Ein Onix. Level 14. Oh, gleiches Level wie wir. Es könnte eventuell einen Angriff überleben. Können wir da noch Attacken einsetzen? Ja, gut. Nö, es überlebt gar keine Attacke. Das ist noch besser. Also das war der schwierigste Arena-Leiterkampf, den ich jemals gemacht habe. Ja. Der war richtig schwer. Aber wir haben ihn besiegt. Und wir erreichen Level 15. Ich glaube, nur noch drei Level, dann entwickeln wir uns. Und wir wollen Giftbruder nicht lernen, weil die Attacke so gut wie nie trifft. Die trifft nie. Ja. Nein, du sollst auch kein Schlafbruder lernen. Obwohl. Schlafbruder, ja. Wir können ja Heuler vergessen, das braucht eh keiner. Schlafbruder. Und wir haben ihn besiegt. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Wir erhalten den Felsorden, der Dude. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Orden... Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Das ist eine Attacke, die unser Pokémon nicht stärker macht. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Und wir gewinnen 1500 Pokédollar. Warte, nimm das hier mit. Wir erhalten TM39. Wir packen das in die Dings unserer Box. TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jedes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. TM39 ist Felsgrab. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihnen begraben. Der Init-Wert des Gegners wird zugleich gesenkt.